So, hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu keinem Unboxing, zu einem ganz besonderen Buch. Und zwar zu Witcher 3 Wild Hunt. Ich hatte mir die Game of the Year Edition jetzt leicht verspätet geholt und ich muss sagen, das Spiel ist echt geil. Aber darum geht's nicht, es geht um dieses fabulöse Buch. Der Collector's Guide zu Witcher 3 Game of the Year Edition. Und das ist hier drin. Onion This Collector's Edition. Inhalte über alle DLCs, also ist das schon die Advanced Version quasi. Ja. Ich würde sagen, gucken wir uns erstmal die Artworks an. Und zwar ist hier einmal das von Geralt, wie er den Greifen tötet. Und dann noch das von Yennefer, wie sie halt mit Geralt da steht. So, das Buch hat übrigens so ein cooles mattes Finish. Und diesen glänzenden Schriftzug, das finde ich unfassbar cool. Und oben sind halt Ciri und Geralt. Erste Seite ist komplett rot. Ganz interessant. Dann auf der zweiten Seite hier ist dieses Witcher 3 Artwork mit dem Hexer-Amulett. Hexer-Medaillon, meine ich. Ja, hier ist ein Inhaltsverzeichnis. Das Buch ist übrigens auf Englisch, falls ich es noch nicht gesagt habe. Denn, ja, in Englisch kostet das halt 10. Und auf Deutsch 40. So, hier sind die ganzen Charaktere, hier mit den Mumen. Wobei ich jetzt natürlich nicht allzu viel zu spoilern will. Also hier nochmal ein kurzer Überblick. Ich glaube, hier steht noch nichts Spoilerhaftes drin. Bei den Charakteren. Ja, hier kommt ein bisschen Hexer-Tipps und Tricks, wie man als Hexer überlebt. Ich will jetzt eigentlich nicht allzu viel überspringen. Ja, hier halt Hexersachen, die Gegenstände, Alchemie. Der Ambenmann. Der Schmied, keine Ahnung. Ja, hier kommen wir dann zum Gwent A Card Game und die Artworks sehen echt gut aus. Das Papier ist zwar relativ dünn, so Zeitschriftenpapier, aber die Artworks wirken ja doch recht gut drauf. Auch wenn ein wenig farblos, also. Naja, aber was will man machen? Und auch gibt es immer zu den Charakteren manchmal. Beziehungsweise so Story-Sachen und Karten und sowas auch noch. Artworks, die kann ich dann ja vielleicht hierzu einblenden. Naja, hier ist auf jeden Fall das ganze Kartenspiel erklärt. Die ganzen Karten sind hier gelistet. Falls das jemanden interessiert, ich bin jetzt nicht so in dem Spiel. Und dann geht's schon in die Story hier, Prolog. Ganz cooles Artwork. Und, ja, die sind alle ziemlich genau aufgelistet hier, die Singleplayer-Quests. Das ist schon echt krass. Also, so detailliert man sich das auch nur vorstellen kann. Akt 1 wählen. Hier übrigens cool mit der, ne? Vergesst immer, wie das heißt. Mit der Burg vom blutigen Baron halt. Akt 1 Skellige. Ich will eigentlich gar nicht zu viel spoilern, falls das jetzt schon zu viel Spoiler war. Das heißt, wir blättern hier mal ein bisschen schneller durch und überspringen sogar was hier. So, zack, zack. Und ich habe das schon so weit durchgeblättert, dass ich weiß, dass jetzt hier zum Schluss auf jeden Fall die Karten kommen. Falls sie jemals kommen. Ja, da sind sie. Und was soll man sagen, die Karten hier mit Innenräumen und allem ist sehr detailliert auf alle Fälle. Und ja, was soll man dazu sagen? Vielleicht werde ich hier nochmal ein Close-Up von zeigen. Und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, außer dass das ein sehr geiles Buch ist. Vor allen Dingen für den Preis von 15 Euro oder was das auf Amazon kostet. Kann ich auch unten verlinken. Und da ist halt alles drin, was man zu dem Spiel eigentlich wissen muss. 800 Seiten sind das, glaube ich, sogar. Weil hier ist nochmal das Bestiarium. Ich weiß nicht, wie viel Spaß man damit haben kann. Und ja, das ist dann das Backcover. Auch wieder in diesem matten Finish. Und ich würde sagen, das war's dann von diesem Video. Und wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin.